Heute geht es um die 5. Sinfonie von Beethoven in C-Moll, Opus 64. Dies ist die erste Partiturseite. Betrachten wir einmal den Aufbau der Instrumente. Übrigens, alle Instrumentennamen sind auf Italienisch. Das war zu Zeiten von Beethoven üblich. Ganz links sehen wir die Holzbläser. Traditionell werden die Flöten als oberstes notiert, dann die Oboen und dann die Klarinetten, schließlich die Fagotte. Natürlich gibt es auch noch viele andere Holzblasinstrumente. Wenn die mitspielen, mogeln sie sich irgendwo dazwischen. Die nächsten Instrumente bilden die Blechbläser. Das ist recht überschaubar hier, denn es sind die Hörner und die Trompeten, italienisch Trombe. Die nächste Gruppe sind die Schlaginstrumente. Da haben wir nur die Pauken, italienisch Timpani. Und schließlich kommen die vielen Streicher. Die sind hier im Singular notiert, aber es handelt sich immer jeweils um eine große Gruppe von Instrumentalisten. Ganz oben die Violine 1, dann die Violine 2, das gleiche Instrument, aber eine andere Stimme. Dann die Bratschen, italienische Viola, die Violoncelli und die Kontrabässe. Was gibt es noch zu sehen auf der ersten Partiturseite? Ganz oben steht das Tempo. Allegro con brio, das heißt schnell mit Feuer. Zusätzlich steht daneben eine Metronomangabe. Eine halbe Note soll 108 Mal in der Minute erklingen. Das ist ziemlich schnell. Ganz vorne stehen außerdem die Tonartenvorzeichnung und die Taktangabe. In diesem Fall C-Moll und ein Zweivierteltakt. Was fällt noch auf? Ihr seht sehr viele Balken in einzelnen Stimmen. Das bedeutet, dass sie gar nicht mitspielen am Anfang. Warum schreibt man sie trotzdem auf? Ganz einfach. Bei der ersten Partiturseite schreibt man alle Instrumente auf, ob sie nun spielen oder nicht, einfach um einen besseren Überblick zu haben, was einen noch erwartet. Hier haben wir noch ein kleines Merkmal. Ihr seht in allen Stimmen eine sogenannte Fermate im zweiten und im fünften Takt. Eine Fermate bedeutet, dass das, was dort stattfindet, sei es ein Ton oder eine Pause, sehr viel länger gehalten werden darf, als eigentlich in den Noten steht. Wenn es also eine halbe Note ist, dann kann diese halbe Note sehr viel länger gehalten werden. Und nun zum Beginn. Was erklingt? Wir haben alle Streicher und die Klarinetten mit einem ganz berühmten Thema. Wir hören uns das einmal an. Bemerkenswert ist, dass alle Instrumente die gleichen Ton spielen. Das nennt man unisono und kommt eher selten vor. Hier soll es um Aufmerksamkeit bitten. Die eigentliche Hauptmelodie hören wir aber danach. Zunächst aber ein Blick auf die Fagotte und auf die Violoncelli. Sie spielen eher lange Noten, die melodisch nicht weiter auffallen, die aber natürlich harmonisch sehr wichtig sind für den Zusammenklang. Und nun die berühmte Melodie. Es beginnt mit der zweiten Violine. Die Bratschen übernehmen das und die Violine 1 schließt ab. Nach dem gleichen Motto geht's nun weiter. Zweite Violine, Bratsche und Violine 1. Endlich spielt das Orchester im Tutti. Das bedeutet, dass alle Instrumente spielen. Kurz danach setzen einige Instrumente wieder aus, die Trompeten und die Pauken spielen nicht mit. Was aber trotzdem bemerkenswert ist, es handelt sich hier wieder um ein sogenanntes Unisono. Jetzt wird es sehr interessant. Die vier Streicher teilen sich die Melodie auf. Es beginnt die erste Violine, die zweite Violine folgt, dann die Bratschen und schließlich die Celli und die Bässe, die hier in einem einzigen Notensystem aufgeschrieben sind. Das gleiche wiederholt sich noch einmal. Und nun ein radikaler Wechsel. War die Musik bis eben noch ziemlich dramatisch, so wird die Musik nun heller, freundlicher, lyrischer. Es beginnen die Hörner. Und nun folgt das zweite Thema, das einen Kontrast darstellen soll zum ersten Thema. Es ist süß, so steht es jedenfalls in der Partitur. Es steht dort auf Italienisch Dolce. Es beginnen die ersten Violinen,
mit einer sehr unspektakulären Melodie. Die Klarinetten übernehmen die Melodie. Und schließlich übernehmen auch die Flöten diese Melodie. Eigentlich soll dieses zweite Thema einen Kontrast darstellen. Aber Beethoven macht etwas sehr Spitzfindiges. Er schreibt in dieses zweite Thema eine kleine Erinnerung an das erste Thema in die Partitur. Der Bass spielt jedes Mal den Beginn des Themas da-da-da-dam, da-da-da-dam. Hören wir uns nun die Sinfonie noch einmal bis zu dieser Stelle an. Dies war eine kleine Einführung in eine Partitur. Normalerweise werden Partituren gelesen von Studenten, von Dirigenten und von Liebhabern. Wozu man jedoch auch eine Partitur nutzen kann, seht ihr in einem Film mit der Olsenbande. Dort soll am Abend während eines Konzerts im Königlichen Theater von Kopenhagen eine kostbare Vase gegen einen Geldkoffer getauscht werden. Die Olsenbande beschließt, beides zu klauen, und zwar genau in dem Moment, wo das Publikum sich zum Klang der dänischen Nationalhymne erhebt. Viel Spaß!